Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Disney Legacy Challenge. Im letzten Part sind unsere Fünflinge zu Kindern gealtert. Es war nicht wirklich ein besonders schöner Geburtstag. Die Kinder waren eher traurig die ganze Zeit und wahrscheinlich war ihnen weniger zum Feiern zumute. Und Eric hat echt sein Bestes gegeben. Er hat das mit Alina auch sehr schnell überwunden, aber ich denke, er überspielt das einfach nur, weil er für seine Kinder stark sein will. Er ist jetzt alleinerziehender Vater und möchte ja nicht, dass seine Kinder sehen, dass er trauert und überspielt das und schiebt das beiseite und will auch nicht zu sehr an Alina erinnert werden. Er hängt zwar für die Kinder Bilder auf im Haus, denn wir haben ein paar Bilder. Und weil ich gerade bei dem Thema Bilder bin, habe ich eine sehr traurige Nachricht. Ihr habt ja die Hochzeit mitverfolgt von Eric und Alina und am Ende des Videos habe ich ja Bilder angehängt. Und irgendwie finde ich die in meinen Spielständen nicht mehr. Ich habe normalerweise einen separaten Spielstand, wo ich Screenshots mache. Aber ich befürchte, dass ich da damals das Spiel beendet habe, ohne zu speichern. Und die Fotos sind weg. Eric kann die nicht mehr aufhängen. Es sind nur zwei Fotos mehr, die er hat von der Hochzeit von sich und Alina. Die wird er in seinem Zimmer aufstellen. Aber die restlichen Fotos gibt es nicht mehr. Keine einzige Erinnerung mehr an diese Hochzeit. Das ist sad. Heute geht es ans Umstyling der Fünflinge. Und ich mache das in einem Speed-Verfahren wieder mal. Und ich werde sie alle durchumstylen zuerst und erst am Schluss dann was sagen dazu. Nicht so wie beim letzten Umstyl. Ich glaube, das war auch sehr umständlich für mich, das zusammenzuschneiden, muss ich sagen. Und ja, viel Spaß beim Umstyling. We'll be right back.
meine Lieben, ich bin fertig. Ich habe fertig, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde für das Umstyling gebraucht, dann 40 Minuten. Wie kurz es dann jetzt ist, wenn ich es bearbeitet habe, weiß ich nicht, aber ich hoffe, ja. Sollte eigentlich nicht allzu lang sein. Das ist jetzt Marina. Und bei manche habe ich mich schwerer getan beim Umstyling, bei manche wieder weniger schwer. Aber ich habe sie alle anders gestylt. Sie haben ihren eigenen Look und sollten auch charakterlich das, ja, dazu passen. Also Marina hat hier in der Alltagskleidung mal dieses Outfit. Ich habe gedacht, ich probiere sie so wie einen kleinen Büchelwurm anzuziehen. Das ist ihre formelle Kleidung. Dann ihr Sportoutfit. Ihre Nachtwäsche. Dann ihre Partykleidung. Badekleidung. Und auch einmal mit Flossen. Dann heißes Wetteroutfit. Und kaltes Wetteroutfit. Ich bin gespannt, was ihr zu ihr sagt. Sie gefällt mir richtig gut. Und ist mal was anderes, ne? Dann kommen wir zu Tara. Oder Tara, wie man das auch immer aussprechen möchte. Und ich habe mich bei ihr für dieses Outfit entschieden. Ich meine, ich hätte das Oberteil nicht genommen, wenn ich keine Hose gefunden hätte, die bis nach oben geht. Aber zum Glück habe ich eine Hose gefunden und mir gefällt das richtig gut. Dann haben wir in der formalen Kleidung dieses hübsche Kleid. Dann die Sportkleidung. Nachtwäsche. Partykleidung. Badekleidung. Auch hier haben wir mit Flosse. Sind ja sowieso alle Meerjungfrauen. Dann heißes Wetter. Und kaltes Wetter. Auch sie gefällt mir richtig, richtig gut. So eine hübsche Maus. Oh, dann kommt Bayana. Bei ihr habe ich echt überlegt, wie ich sie anziehen soll. Aber ich habe versucht, sie ein bisschen mehr nach Sulani-Art auch anzuziehen. Das ist ja unsere nächste Generation, die wir dann weiterspielen. Und das ist jetzt ihre erste Alltagskleidung. Und das ist die zweite Alltagskleidung, wo Eric einfach darauf besteht, dass sie was Normales anzieht. Aber eigentlich liebt sie es, wenn sie sich locker anziehen kann und... ja. Dann haben wir hier in der formellen Kleidung dieses hübsche Outfit. Dann Sportkleidung. Dann Schlafkleidung. Ich finde die Frisur richtig süß. Dann Partykleidung. Dann Badekleidung. Einmal hier die Flossen. Und einmal ohne Flossen. Dann heißes Wetteroutfit. Fällt mir auch richtig gut. Und kaltes Wetteroutfit. Ja, bin gespannt, was ihr zu ihr sagt. Die gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und dann kommen wir zu Alana. Und sie ist auch eine richtig hübsche. Und ich zeige ihr auch die Outfits. Manche haben... Bei manchen Sachen habe ich gedacht, hier, das kann bleiben. So wie das Kleid, das hatte sie ja schon an. Ich habe es nur umgefärbt. Dann haben wir hier die Sportkleidung, Schlafkleidung, Partykleidung, dann Badekleidung, einmal mit Flossen und einmal ohne Flossen, dann heißes Wetteroutfit
Und kaltes Weiter-Outfit. Ich finde sie auch richtig, richtig hübsch. Bin gespannt, was ihr zu ihr sagt. Und jetzt kommen wir zu Aquata. Und ich habe dann diese Frisur gefunden. Und die hat ihr einfach so gut gestanden. Und ich habe gesagt, gewusst, das ist ihr. Das ist sie. Das passt zu ihr. Und sie hat hier so jetzt dieses bubenhafte. Obwohl ich ja eigentlich immer sage, für mich gibt es keine Buben- und Mädchenkleidung, aber das, was halt andere für typisch Jungs sehen würden. Und das ist ihr Stil. Und ich finde es richtig cool, weil sie dann von diesen ganzen Mädchen wieder ein bisschen mehr hervorsticht mit mit ihrem Styling. Und dann haben wir hier das formelle Outfit. Finde ich auch richtig cool. Und ihr habt gesehen, ich habe bei jedem Mädchen im formellen Outfit das Armband gegeben. Ich mag sie. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, wenn sie dann älter ist, sagt, wenn sie möchte keine Meerjungfrau sein. Und dann auch alles versucht, das ablegen zu können. Es gibt ja auch welche, die keine Meerjungfrau sein wollen. Oder. Und bis jetzt habe ich das ja auch noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was man machen muss, damit sie keine Meerjungfrau mehr ist. Auf jeden Fall Sportkleidung, dann das ist ihre Schlafkleidung. Ihr Partyoutfit. Sie ist halt einfach ein bisschen eine wildere Badekleidung. Auch hier mit Flossen. Dann heißes Wetteroutfit. Da hatte sie ja die Hose auch schon an. Und kaltes Wetteroutfit. Was sie, glaube ich, auch bis auf die Stiefel anhatte. Also, ich finde Aquata schon richtig, richtig nice. Also, sie sticht auf jeden Fall hervor, wenn man so betrachtet, wie die anderen ausschauen. Da merkt man schon ein bisschen einen Unterschied. Vor allem finde ich sie so richtig süß. Ich glaube, sie hat Augenringe, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Die Zähne haben wir geschaut. Muss ich jetzt schauen? Ich würde sie ihr aber trotzdem lassen, weil das steht ja, aber ich sehe da jetzt gerade nichts Außergewöhnliches. Hätte gedacht, dass sie hier jetzt sowas hat, aber. Anscheinend. Nee, das täuscht anscheinend. Ich bin gespannt, was ihr zu den Fünflingen sagt. Ich meine, sie sehen besser aus als wie vorher, weil vorher hatten sie keine Ahnung was an. Und ich bin verliebt. Ich finde sie alle so hübsch. Und können sie mir jetzt gerade stundenlang anschauen? Aber das lassen wir mal. Und ich glaube, ich beende jetzt. Und hoffe, dass es nicht allzu lang wird. Aber ich bin gespannt auf eure Meinungen, was ihr zu den Fünflingen sagt. Ich werde noch ein bisschen das Haus weiter umbauen, weil das habe ich ja den letzten Mal gesagt, dass ich das Umstyling mache von den Fünflingen und dann das Haus weiterbaue, damit wir das nächste Mal dann dort weiterspielen können. Und dann, ja, mal sehen, was uns so mit den Fünflingen dann erwartet. Das kann, glaube ich, recht interessant werden und für Eric sehr anstrengend. Und ich glaube, mit der Zeit würde er sich auch dann Hilfe nach Hause holen, weil alleine wird er den Fünflingen niemals der Herr werden. Das kann ich versprechen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!